beginnt Aaga 1 von Yungi Pak Pan. Und damit beginne ich am 18. Januar meine zweite Saison des musikalischen Online-Salons. Dieses Stück ist, was mir ja immer gut gefällt, sehr klar gegliedert. Es hat 9 Teile, von denen 3 Teile immer irgendwie zueinander gehören. Das heißt, zu diesem ersten Teil gibt es noch 2 Entsprechungen. Die zeichnen sich alle dadurch aus, dass der Anfang mit geklopften, gezupften und dann gestrichenen Tönen ist. Das heißt, wenn der nächste entsprechende Teil kommt, das ist dann Teil 4, klingt es so. Und der dritte dieser Teile, Teil Nummer 8, hat jetzt noch eine weitere Besonderheit. Yungi Pak Pan hat noch einen Text geschrieben dazu, dass sie sagt, es geht ihr viel um Erinnerungen in diesem Stück. Und der Anfang dieser dritten Variante des Teiles ist sozusagen eine Variation von dem Anfang des, wenn es das zweite Mal kommt. Eine Variation ist für diese Frage Erinnerung deswegen wichtig, weil Erinnerung natürlich auch immer variiert. Man erinnert sich nie genau an das, was man erlebt hat, sondern die Erinnerung tut immer was dazu. Und so ist es hier auch. Es kommt leicht variiert, das, was schon bei der zweiten Fassung kam. Dazu kommen aber immer noch kleine Einschübe. Ich spiele die dritte Version dieses ersten Teils. Waren jetzt alles eben diese ersten Teile, die alle sehr zupackend sind. Es gibt dann aber auch ganz wunderbar lyrische Stellen in diesem Stück. Zum Beispiel der 7. Teil beginnt so. Und dann möchte ich noch als letztes, weil mir das gerade dieses Mal beim Spielen so eine große Freude macht, auf eine Besonderheit hinweisen. Dafür müssen wir nochmal ganz an den Anfang zurückgehen. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt da immer diese Kombination aus geklopften und gezupften Tönen. Gezupfte Töne spielen aber das ganze Stück über eine Rolle. Sie kommen immer wieder so zwischen Reihen. Also wenn ich jetzt ein kleines bisschen weiter springe in dem ersten Teil. Sind wieder, meistens sind es 2 Töne, nicht immer, aber meistens. Die gezupft dazukommen. Und das nicht nur in dieser ersten Sorte Teil, sondern auch an allen möglichen anderen Stellen. Also zum Beispiel hier im dritten Teil. Klingt es so, oder wenn wir in den 7. Teil wiederum gehen. Und da passiert jetzt schon was mit dem Pizzicato, das ist nicht mehr, ich finde ja, es ist eigentlich die ganze Zeit so, als würde Yungi Pak Pan ein Bild malen und dann gezielt an einigen Stellen einfach nochmal so Tintenkleckse aufbringen. Das sind die Pizzicati, die immer wie so eine eigene Schicht dazwischen sind. Und hier verselbstständigen sie sich aber schon, hier kommen sie nicht mehr einfach als eine Begleitung von was anderem, sondern hier stehen sie schon ganz alleine da. Und damit schließt dann das Stück auch. Es ist von allen 9 Teilen, die ich natürlich mehr oder weniger gerne habe, aber eigentlich habe ich sie alle gerne, aber mein Lieblingsteil ist dann doch der 9. Teil, wo sie es dann ganz auf dieses Pizzicato konzentriert.
das war jetzt nur die erste Hälfte, aber damit geht das Stück dann zu Ende. Wie gesagt, am 18. Januar findet mein erster musikalischer Online-Salon der neuen Saison statt. Das Stück Ahagar von Yongi Pakpan steht im Mittelpunkt. Mit Jesu Shin habe ich eine Musikwissenschaftlerin, eine Südkoreanerin, die in Deutschland studiert hat und sich gerade mit dieser Frage der unterschiedlichen Musiktraditionen gut auskennt als Gast und die uns noch lauter spannende Sachen erzählen können wird. Der Link zum Stream ist unten in der Beschreibung und wie immer kann man live dann auch noch zur Zoom-Konferenz wechseln und sich aktiv an der Diskussion beteiligen. Das ist dann im Chat zu finden. Hoffentlich bis zum 18. Januar.